Moin Leute, es gibt ein kleines Sommer-Special, heute mit was ganz Besonderem. Ja, außergewöhnlich, wir machen, der Kenner wird es schon sehen auf den ersten Blick, heute ein Whisky-Cocktail-Special mit meinem Lieblingscocktail, nämlich dem Blood and Sand. Wer es nicht kennt, mein Hasscocktail. Magst du ihn nicht? Na, natürlich mag ich den. Wer ihn nicht kennt, es ist ein sehr simpler Cocktail ohne Eis drin mit torfigen Whisky. Wir brauchen noch was zum Umrühren. Das lag doch hier irgendwo in der Nähe. Du kannst auch so machen. Irgendwo in der Nähe lag das doch, glaube ich. Naja, so, also, das Rezept ist sehr simpel. Willst du erklären? Vor allen Dingen erstmal das Wichtige. Ja, okay. Hier stehen ganz viele Zutaten. Wir brauchen nicht alle. Wir machen zwei Varianten. Eine Low-Budget-Variante und eine, die haben wir aber auch noch nicht probiert, ein bisschen teurer sozusagen. Ne? Nicht wundern, wenn hier ein bisschen Licht und so weiter flackert. Viele Paparazzis hier unterwegs, die uns abfotografieren gerade. Ist ja ein Special heute, ne? Deswegen. Low-Budget-Variante ist mit zwei unveränderlichen Zutaten, nämlich einmal dem Martini Rosso und einmal dem O-Saft. Aber jetzt nehmen wir den günstigen Eckes Edelkirsch. Und auch haben einen Connemara. Auch Eckes Ekelkirsch genannt, weil das schon sehr, sehr günstig ist. Ich glaube, weiß ich, was das kostet, aber es ist auf jeden Fall günstiger. Und den hier kriegt man im super Special-Angebot für? 19,95. 14 Euro. Ja, okay. Inzwischen glaube ich nicht mehr. Ist nicht lange her. Dass ich ehrlich? Für 14 Euro. 2023? Ja. Das gibt es ja nicht. Maschine. Ja, okay. Also der hier hat dann weniger gekostet als der hier, glaube ich sogar. Das ist verrückt. Ja. Und wichtig zu diesem Cocktail selber, du kannst gleich nochmal die ganze Historie zu dem Cocktail gleich erzählen. Die ganze, ne, da gibt es ja viel zu erzählen. Aber ich mache jetzt noch das andere teure, ne, der Big Pete. Ja, immer noch vertretbar. Vertretbar teuer. 35 Euro. So, ne, also schon eine Ecke mehr ist der. Ja, ja. Und dann haben wir hier noch ein tolles Getränk. Was Hering, Sherry aus dem fernen Norden, nämlich in Dänemark. Ja. Ja. Ist ein Klassiker in der Mixkultur, ist auch tatsächlich speziell für Blood and Sand vorgemerkt, weil der wohl ein bisschen, also die sagen zumindest, nach Fass schmeckt. Ich habe ihn noch nicht pur getrunken, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied. Aber warten wir mal ab. Genau, können wir schon mal blind empfehlen, sagen wir es mal so. Und jetzt fangen wir mal an zu mixen. Achso, ich sollte ja was zum Mixverhältnis erzählen. Wir haben hier was zum Umrühren. Das Rezept ist mega simpel. Und zwar einmal 2 Cl, 2 Cl, 4 Cl. Das ist ja nicht dein Ernst. Also, es ist sehr simpel. Wir haben es hier schon in der richtigen Reihenfolge aufgestellt. 2 Cl Martini Rosso, 2 Cl Kirschlikör, 3 Cl O-Saft, ja, und 4 Cl Whisky. Man kann diese beiden Anteile variieren, wie man will, ja. Ob man zum Beispiel mehr O-Saft nimmt, weniger Whisky. Es sollten aber immer die größten Anteile von diesen beiden sein. Gut, pass auf, weil du so ein Experte bist, dann mix doch mal. Pro Person natürlich. Ja. Gut. Willst du nochmal was erzählen dazu? Oder? Ja, also was gucken wir jetzt zu, wie ich das hier verhaue. Ach so, machst doch doppeltes Verhältnis. Alles gut. Okay. Du hast eigentlich wollten wir halt nur einen Cocktail machen, weil wir das ja nochmal im Low-Budget, im High-Budget machen wollten, aber okay. Hast du recht. Dann hau rein. Nee, ich kann das auch zurück. Nein, los. Na komm. Was soll der Geiz? Tag ist kurz. Attacke. Mein Alkoholpensum ist noch nicht erreicht. Kannst du mal zumachen? Ja, kannst du dich mal nützlich machen? Ja, klar. Ich kann auch schon den nächsten aufmachen. So, Eckes Edelkirsch steht bei meiner Oma tatsächlich auch in der Bar. Hatte früher jeder im Haus. Deshalb dachte ich, bei Kirschlikör auch direkt können wir den mal nehmen. Was wir uns eigentlich oder euch auch hiermit zeigen wollen, klar, man braucht so ein paar Grundzutaten. Aber ihr seht schon, das ist jetzt auch kein professionelles Werkzeug hier, weil man es auch einfach nicht braucht. Jetzt musst du 3 mal 2 macht 9 im Sinn. Schöne Farbe. Cola einfach. 6. Perfekt. Ja, und uns gefällt der halt sehr. Gerade jetzt zu den heißen Sommermonaten kann man halt auch mal tatsächlich mit einem, ganz ruhig, kann man auch mit so einem, ja, nicht allzu teurem Whisky auch einen schönen Cocktail mal machen. Ne? Ja, torfigen gibt es ja auch wirklich gute in günstig. Also genau. Connemara ist ein super Beispiel. Wir haben uns da auch echt durchprobiert, was diesen Blood and Sand angeht. Das muss man echt sagen, mit vielen verschiedenen Whiskys. Mit den Grundzutaten haben wir jetzt gar nicht so viel rumgespielt.
Aber halt mit vielen Whiskys und ja. Da gibt es halt schon High- und Lowlights, kann man schon sagen. In ausgesuchten Bars kann man sich auch gerne mal mit dem Barkeeper darum nicht streiten, darüber austauschen, sagen wir es so. Wenn die Blood and Sand haben, erstmal natürlich erkundigen, haben nicht alle, womit er den mixt, das macht nämlich jeder Barkeeper anders. Ja. So, diese Eiswürfel, die hier drin sind, das wird gleich noch ein... Wir haben halt kein Professional Gear, sagen wir es mal so. Nein, aber die werden gleich natürlich nicht mit in Cocktail kommen. Die sind jetzt nur zur Kühlung des Getränktes. Ja. So, und wir versuchen das gleich mal irgendwie so reinzukriegen, dass das darfst du machen. Dass die da nicht drin landen. Ja. So, machen wir erstmal hier ein bisschen. Wir können ja hier Platz. Mal aufräumen. Hier, willst du den da reinschallern? So. Komm, packen wir runter kurz. Dann stört's keinen. Mal runter kurz hier. Zack. Und zack. Sehr schön. Gut, das wird spannend. Das wird spannend. Aber ganz einfach. Ich meine, wie lange hat das jetzt gedauert? Ja, ihr seht es. Und wir haben uns jetzt nicht, wir haben uns jetzt nicht beeilt. Also jetzt kriegst du in einer Minute hin. Das ist ehrlich. Kein Hexenwerk. Ne? Ja, macht aber trotzdem viel Eindruck, weil das Ding wirklich außergewöhnlich ist. Auch passend ohne Eis serviert. Oh, das hast du aber gut gemacht. Irgendwas? Ja, sauber. Ich bin vom Fach. Die Farbe muss tatsächlich so ein bisschen schlammig aussehen. Das macht halt der O-Saft damit. Ja, ist so gut, gut gerettet. Dann ist er richtig. Es gibt dann halt so ein paar Fetischisten, die machen das nur mit frisch gepresstem O-Saft. Ne? Ja, klar. Kann man machen. Aber ganz ehrlich. Wir wollen hier einen kurzen Cocktail. Das hier ist die fixe Budget-Variante. Ja. Cheers! In diesem Sinne, Slanche. Auf einen schönen Restsommer. Man kann den jetzt noch veredeln. Mit einer Kirsche. Ne? Ich dachte, doppelt Whisky rein. Mit einem McAllen. Nein, wichtig bei dem Cocktail. Ja? Torfiger Whisky, ne? Ja, das ist, absolut, also das ist das Entscheidende. Und das kann man jetzt auch schon mal gleich sagen. Connemara. Low Budget, aber es darf ruhig ein bisschen torfiger sein. Und was wir auch gemerkt haben, der hat natürlich jetzt 40 Volumenprozente, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr Volumenprozente rein. Nein, also. Du gibst jetzt nach. 40%, ja, doch, ich wollte nochmal nachgucken. Da kann man auch einen fast starken. Also, es klingt jetzt verrückt, ne? Aber ganz ehrlich, es schadet dem Cocktail nicht, ne, wenn es einem darum geht. Ne? Das ist jetzt so, wir haben jetzt mal unten angefangen, ja. Aber auch nicht zu weit unten. Es sind ja auch kleine Mengen. Und für den Whisky-Drinker, Trinker, sind das natürlich auch mit Martini, was hat der, 20% oder unter 20 sogar, Edelkirsch auch so in dem Dreh, O-Saft halt ganz schön runterverdünnt. Da erschreckt man niemanden mit. Ja. Wir haben das mal mit diversen ausprobiert. Wo es wirklich mal hart an die Grenze ging, finde ich, war Lafroig. Mhm. Ja, ja. Weil der so viel Eigengeschmack mitbringt. Also das war schon heftig. Was haben wir da? Einen Quadracask hatten wir da, glaube ich, oder? Ich glaube auch, ja. Mhm. Ja. Ich meine, ist auch nicht super teuer. Also ist kann gegangen, nehmen, ne? Und gerade wenn man weiß, so, da ist jemand ein Lafroig-Liebhaber, das ist halt dann nicht weit weg vom Whisky, ne? Das ist halt das Geile an diesem Cocktail, finde ich. Ja. Und der hat halt natürlich... Worauf man achten muss, ne, es ist kein, ich finde immer so Einsteiger-Whisky-Cocktails für mich, Whisky Sour, ganz klassisch. Eine Zeit lang habe ich gerne Old Fashioned getrunken, bin ich kein Fan mehr richtig so von, weil diese Bitteraromen stören mich dann doch hier und da mal. Ja, der Angostura ist sehr dominant da drin, so. Also auch mit der Orangenzeste und so, das, ja, Bourbon sind wir sowieso nicht die Riesenfans von. Also wenn man torfigen Whisky mag. Und das ist es halt, ne? Geil. Muss man aber halt auch wissen, für einen Einsteiger ist das halt durchaus, ne, wenn man sagt, hier Whisky, noch nie Berührungspunkte gehabt, dann kann das hier schon ein bisschen speziell für einen sein, ja. Weil man halt so Raucharomen hat. Je nachdem auch, was man für einen Whisky natürlich drin hat. Hm. Jetzt haben wir hier wirklich eine Light-Variante, sage ich mal. Auch schön. Ein kleiner Fail, den ich manchmal erlebe, wenn man das dann mal so, wo man denkt, man ist in einer coolen Bar, kann man ja mal ein Blood and Sand bestellen, dann gibt man das auf. Also die Kellnerinnen und Kellner wissen sowieso nichts. Die sagen, ja, ich frage meinen Barkeeper, kriegen wir bestimmt hin. Dann mixen die sich da was zusammen und es ist kein toffiger Whisky. Ja. Das ist dann halt eine richtige Enttäuschung, weil da verliert dieser Cocktail ungemein an Leben. Ja.
und an Charakter. Also das hat gar keinen Spaß gemacht. Habe ich ein paar Mal erlebt. Bezahlt sich trotzdem bunt und dämlich dafür. Ja, ja. Dann hast du nicht viel Inhalt. Die machen dir so einen Special-Preis. Ist aber, der Special-Preis ist auch special teuer in der Regel. Ja, und dann geht der Cocktail sogar in die Hose. Ja. Also würde ich erstmal fragen, ob die das Ding überhaupt im Angebot haben und kennen. Ja, weil sonst erlebt man auch... Was sie vielleicht eine Whisky-Bar haben, ne? Ja. Man kann ja explizit sagen, okay, ich will den Laphroaig oder was auch immer klar drin haben. Ja. Cool Ila ist ja eigentlich so ein klassischer Cocktail-Whisky, würde ich auch sagen. So ein klassischer, den es ja auch für einen günstigen Euro gibt. Den kann man auch sehr gut. Das war auch mein erster Blatt und Cent. Ich glaube... Cool Ila? Mit Cool Ila, glaube ich. Der war auch sehr lecker. Doch. Also wenn du schon fertig bist, ich würde noch ein bisschen mir hier das entspannt genehmigen. Ja, machen wir. Haben wir hier noch ein paar Premium-Zutaten. Ja, also da freue ich mich schon drauf. Meiner Meinung nach, ich bin gespannt, dem Geldbeutel nicht wehtut, aber einen großen Unterschied macht, ist der gute alte Hering. Ja, ja. Ist denn mein Mixglas? Kannst du mir das nochmal geben? Denn... wir können ja mal pur probieren, ne? Ich schenke dir das gleich mal ein. Ich habe ja hier noch zufälligerweise so ein Whiskyglas. Ja, ja. Ich gebe dir jetzt mal den Eckes Edelkirsch. Nee. Nee, Müh. Und dann den Hering hinterher. Das was mit dir? Mich nämlich selber. Ja, ich mixe. Danke. Komm, hier. Willst du auch, oder wie? Ich trinke das nicht pur. Du kannst mal ein paar Notes raushauen. Ey, ist nicht schlecht. Ja. Kirsche. Also früher stand das wirklich in jeder Bar. Der Prozente? Ja. Ist ja so süß, das schmeckt man gar nicht. Es. 20%. Hab noch nie Edelkirsch getrunken. Ist ja okay. Erster Qualitätsunterschied ist mit Korken. Du hast direkt noch einen, ne? Ja, ich muss ja das Glas erstmal hier irgendwie sauber kriegen. Aber ganz andere Farbe, viel dunkler, Cola-mäßiger. Riecht auch ein bisschen herber. Ist aber süßlicher. Nicht? Nicht so künstlich allerdings wie die andere Kirsche. Die andere Kirsche war so eine komplett diese Kirscheis-Richtung, ne? So richtig künstlich. Und der ist ein bisschen herber von der Kirsche. Bisschen natürlicher, würde ich sagen. Also herb schreiben die sich auch auf die Fahne? Na, guck mal. Ey, Fachmann. Dass er ein Wiener für Cocktails. Kriegt man die Serviette. Na klar. Und das soll eben den großen Unterschied machen. Man muss aber auch sagen, der Gude hier hat jetzt 4% mehr Alkohol. Das tut dem Cocktail auch nicht schlecht. Ja, kannst du machen. So, Martini Rosso bleibt unverändert. Da könnte man nochmal in Richtung Neuli Pratt schielen, solche Experimente starten. Muss man nicht machen. Was soll das? Ja, sehe ich genauso. Rein damit. So. Schön. Ist der ich bin ja sonst... Ja. Was bist du? Ich bin ja sonst eigentlich auch ein Whisky-Sour-Fan und Lynchburg Lemonade. Echt so zwei Cocktails, wo ich sage, oder ist eines ja... Eines ja ein Longdrink, wenn man so will, aber... Finde ich klasse. Insofern ist das sehr konträr dazu. Aber auch für die Sommerzeit gut geeignet. Ne? Ein bisschen frisch gekühlt und naja, 3-4 Dinger, dann bist du auch gut dabei, kann ich aus Erfahrung erzählen. Das stimmt. Ja. Also wir hier in... Ihr seht es jetzt nicht, aber Till macht extra viel rein. Hat er extra versteckt. Du machst auch wieder doppeltes Verhältnis, ne? Ja. Das ist gut. Kein Farbstoff hier übrigens. Port Ellen halt drin, ne? Port Ellen. Es ist Port Ellen drin, ja. In diesem Cocktail. Könnte auch gerne mal. Hey, das ist doch mal ein guter Videoname, oder? Port Ellen Cocktail. Ich denke, das trifft es ganz gut. Könnt ihr gerne mal in euren Cocktail reinmixen, Port Ellen. Aber dann auch in Whisky Sour und so. Sehr gut. Also wir kommen ja hier... Was ich nicht so empfiehlt, ist, in einem Whisky Sour einen torfigen Whisky reinzudübeln. Nee? Ja? Nee? Hast du ausprobiert? Immer. Ja. Also wirklich? Hast du ausprobiert? Ich glaube schon. Es ist zwar ein langer Abend... Vielleicht auch nicht. Boah, der riecht aber schon ganz anders. So, kriege ich nochmal was vom... Hier, hier, da ist es. Ach so. Nee, das kannst du mal machen. So. Der Hering kommt weg. Der Big Pete auch.
Du darfst gern wieder einschenken. Soll ich mal? Ja. Das hast du echt gut gemacht. Stängel raus? Stängel ist raus. Okay. So. Sehr gut. ASMR. Oh nein, das ist auch gute. Das war nicht so gut. Juch, das war's für dich übrig. Alles gut. Soll ich halten? Weiß ich nicht. Ja, kipp. Ja. Ja, okay. Ist irgendwie mehr geworden, ne? Ich habe aber perfekt abgemessen. Ja, na klar, hast du perfekt abgemessen. Hast du nochmal so ein Tuch? Hm? Oder? Ja, ich hier. Ich sag mal, Eis kann ja auch einfach liegen bleiben, das ist, stört keinen. Also es riecht schon deutlich torfiger. Man muss dazu sagen, so ein Big Pete, was hat der an Torf? Ich glaube schon so 30 ppm aufwärts, ne? Für 40 sogar, ne? Ich sagen. Boah. Ja. Gucken wir mal, steht's drauf? Ach, 40 ppm steht, ja. Wo steht's? Das ist hier dieser fette Sticker. Aber hier nochmal für, ne? Es ist Pot Ellen drin. Es ist Pot Ellen drin. Das ist einfach ein Pot Ellen Cocktail. Seht ihr die Farbe nochmal? Ich würde sagen, ist ein bisschen dunkler geworden. Naja, also was wir jetzt, wovon wir ausgehen können, es ist mehr Alkohol drin. Ja. Der Big Pete hat 46, das sind 6% mehr. Ja. Der Hering hat 4% mehr. Das heißt, es sind 10% mehr Alkohol drin. Das ist krass. Deutlich ein Alkohol. Nee, aber es macht sich halt schon bemerkbar auf diese Menge. Kann man das eigentlich einfach so aufsummieren? Also haben wir jetzt über 60%. Immer plus Alkohol. Mit Prozenten. Okay. Sehr gut. Das ist quasi doppelte Menge Alkohol. Ja, denke ich auch. In dem Sinne? Slunch. Slunch. Gut, dann nicht. Willst du anstoßen? Ja. Haben wir davor auch. Aber ist okay. Slunch. Mmh. Geiler. Geiler. Big Pete kommt durch. Boah. Ist aber. Das ist fast, als ob man wirklich nur Whisky trinkt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also Blood der Rest deutlich reduziert. Blood and Sand kommt nicht mehr ganz so krass zur Geltung. Ja. Hat noch schöne Nebenaromen, aber es ist eher der Big Pete, der gerade durchfällt. Ja, ein bisschen Kirsche. Auch Orange, ne? Aber ich glaube, dann müsste man die Orange wirklich erhöhen. Ja. Wenn der Whisky sehr dominant ist. Ja. Boah, aber deutlich geiler. Ist einfach Torf, ne? Ja. Ist einfach Torf. Das Ding. Also insofern würde ich sagen, nächstes Video, Octomore 8.3. Und dann machen wir daraus ein Blood and Sand, würde ich sagen. Ja. Oder was? 8.3 oder 6? Ja, ich glaube 8. 8.3 ist der stärkste, ne? Ja. Boah. Schmeckt schön. Ganz ehrlich, eisgekühlt, schön angenehm. Sommerzeit. Klar, die Welt geht gerade unter. Ja. Aber ansonsten herrlich. Mhm. Definitiv für alle, die es nicht kennen, eine Trinkempfehlung. Also, was ich sagen muss, aber die beste Budget-Variante war, glaube ich, mit Black Label oder Double Black. Mhm. Weil der kostet ja auch regulär, glaube ich, so 17 Euro die Ecke oder so. Insofern, den kann man da wirklich gut nehmen. Aber ich würde Johnny Walker. Also so mein Fazit ist, kann man echt gut machen. Ist immer die Frage, was habe ich vor? Kann man wirklich gut machen. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich ein bisschen mehr Volumenprozente reinbringen. Und dann ist fein. Ja. Oder vielleicht ein bisschen die Orange reduzieren. Ne? Ja. Aber ansonsten, wenn man zu Hause einen torfigen Whisky hat, ich meine, das sind jetzt auch nur pro Person 4 cl, die man da reinkippt, ne? Das ist jetzt auch nicht der halbe Whisky. Man wird nicht pleite davon, ne? Ja, ja, genau. Klar, tut erstmal weh, ne? Sollte man jetzt nicht den krassesten nehmen, aber. Aber der Whisky-Charakter bleibt einem schon erhalten, insofern. Schadet nicht. Man macht da kein schlechtes Getränk draus. Ist einfach so. Ja, spannend. Geiler Cocktail. Probiert den gerne mal aus. Ja. Die Zutaten hat, glaube ich, fast jeder zu Hause oder bei seiner Oma stehen. Was wichtig ist, dieses Kirschzeug, ne? Ja. Aber da ganz klare Empfehlung. Ja, also der Hering. Hering. Also bei dir der muss ich auch sagen. Weil ansonsten holt man sich da künstliche Aromen rein, die ja,
das Ganze ein bisschen runterziehen. Also ich würde sagen, der hier unterstreicht und der andere verfälscht. Der macht mir einen Whisky-Cocktail draus und das andere ist nur so ein Cocktail halt. Irgendwie, ja, ne? Finde ich auch. Also der hier passt schon deutlich besser. Mhm. Ansonsten Martini Rosso Standard, ne? Holt euch einen vernünftigen O-Saft und dann entscheidet ihr mit dem Whisky, wo die Reise hingeht. Ja. Das ist halt echt geil. Macht Spaß. Also wir haben da auch schon ein paar, wie ich sagen, schöne Stunden mit verbracht, aber doch, ist so. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Kleines Special mal zwischendurch. Mal was außerhalb der Reihe, aber ist auch wichtig, seinen Horizont zu erweitern und nicht immer nur stumpf, ne? Ja, und was willst du bestellen? Single Malt, Scotch Whisky, sondern wir gehen nochmal ein Level höher und verfeinern das Ganze. Wenn du mal mit Freunden unterwegs bist, alle trinken Cocktails, was willst du ordern, ne? Ja, und damit glänzt du immer, weil das ist tatsächlich so, es gibt ausgewählte Cocktailbars, die kennen den halt, aber meistens, wenn du sagst, ich hätte gerne Blood and Sand, dann würde erstmal blöd in eine, ne, wie du es schon sagst, in der Wäsche geschaut und dann. Aber ich finde es auch ganz, ganz cool, den zu bestellen. Also mit Barkeepern hat man direkt ein Gesprächsthema. Es ist ganz, ganz nett, sich mal auszutauschen mit denen, was die so dann nehmen. Dann schaut man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Da macht Spaß. Da muss ich noch eine Story erzählen, aber ich kriege die nicht mehr richtig zusammen. Aber da war ich auch mit unserem Kameramann, glaube ich, Whisky trinken. Ich glaube zumindest. Und da war auch so ein Barkeeper, der der absolute Oberexperte im Whisky-Bereich war. Er war es nämlich nicht. Auch in Tuschen. Genau. Ja. Ja. Was war denn das nochmal? Oder warst du dabei? Nee. Es war so schlecht. Irgendwie mit, die haben drei Brennblasen oder irgendwie sowas, ne? Dreifach destilliert. Ja, richtig. Genau, sowas. Dreifach destilliert, ja. Wollte er mir echt erzählen, dass die, er war so felsenfest davon überzeugt und ich war echt unsicher, ne? Ich war, weil er so. Damon hat er, glaube ich, gesagt oder so. Steif behauptet, ist fast bewiesen oder so ungefähr. Also wirklich schlimm. Naja, aber long story short, schöner Cocktail, genießt ihn und bleibt uns gewogen. Vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bis dann!